Nein, sie ist nicht unter die Botanikerinnen gegangen. Sondern packt gerade im Familienhotel am Klopainersee an, wo sie nur kann. Denn Österreich öffnet wieder für Urlaubsgäste. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt wieder öffnen dürfen. Am 29. Mai erwarten wir schon die ersten Gäste und sind eigentlich bestens vorbereitet. Was viele nicht wissen, Larissa kommt aus einer Hoteliersfamilie und hat sogar vor 4 Jahren gemeinsam mit ihrem Vater ein weiteres Hotel gekauft. Gerade jetzt ist sie dankbar, ein zweites Standbein zu haben und die schauspielerische Zwangspause sinnvoll zu nutzen. Ich bin sehr froh, gerade hier zu sein. Für mich ist der Klopainersee auch ein Kraftort und vor allem genieße ich die Zeit mit meiner Familie, mit meinen Geschwistern, mit unseren Tieren und vor allem bin ich auch sehr froh, dass meine Familie das so lange mit mir aushält. Weil ich bin jetzt schon seit über 2,5 Monaten hier, ohne Pause. Denn Larissa ist, seit sie 16 Jahre alt ist, nicht mehr so lange am Stück in der Heimat gewesen. Eine enorme Umstellung, denn grundsätzlich ist sie ein sehr aktiver Mensch. Nichts tun, keine Option. Also hat sie während des Corona-Lockdowns mit einer alten Leidenschaft wieder angefangen. Jetzt hatte ich mehr Freizeit, habe ein Klavier im Wohnzimmer und habe mir gedacht, ich fange wieder an und es klappt ganz gut. Es entspannt mich auch, weil irgendwie, wenn ich spiele, ich denke dann nur an die Noten, nur an die Melodie, nur an die Musik. Und manchmal spiele ich stundenlang zum Leidwesen meiner Geschwister. Auch Bouncer hat schwer daran zu knabbern, denn Larissa übt bis zu 5 Stunden an den Tasten am Tag. Die restliche Zeit hat die 27-Jährige alle Hände voll zu tun. Versorgt die Tiere und kümmert sich um die Umsetzung der aktuellen Corona-Auflagen. Also an der Rezeption zum Beispiel arbeiten wir mit Plexiglas, das betrifft auch die Buffets. Und ansonsten halten wir natürlich die Abstandsregeln ein, dass die Tische weit genug auseinander stehen. Aber da wir sehr viel Platz haben, dürfte auch das überhaupt kein Problem darstellen. Wir haben den Vorteil, dass wir ein Familienbetrieb sind und dadurch herrscht bei uns auch kein Massentourismus. Also das Wichtigste für uns ist natürlich, dass trotz der Maßnahmen das Urlaubsfeeling nicht verloren geht. Bei der Aussicht machbar. Auch wenn Larissa sich freut, dass es jetzt im Hotel endlich losgeht, mindestens genauso sehr freut sie sich, wenn sie sich bald wieder in die Schauspielerei stürzen kann. Vorbereitet ist sie. Also während der Quarantäne gab es ja keine Dreharbeiten, das wurde alles verschoben. Aber wie sagt man so schön? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Österreich macht sich startklar. Und Larissa Marold? Die geht mit ganz viel Schwung und Vorfreude voraus. Tja, man kann es nicht anders sagen, Hotelresort Klopainersee. Also sah schon sehr schick aus, wirklich. Und Österreich macht ja wieder auf, also insofern...